Hallöchen Leute, das hier ist eher ein bisschen ein kürzeres Video. Es geht um Herrn DKs Reingefuchs, dass er eigentlich ein recht positives angespielt war. Aber wie gesagt, einmal ausgetestet, hat er ein paar Fehler, die grundsätzlich aber im Endeffekt ihm zuguten kamen und auch diesem Test. Glücklicherweise, die meisten seiner Kritikpunkte waren auch zu dem jetzigen Zeitpunkt bereits behoben. Was ich echt toll fand, weil wir scheinbar beide die gleichen Punkte dann problematisch doch noch sahen. Ein paar Sachen waren neu, das werde ich beheben. Was er jetzt weniger gesagt hat, was ihm quasi mehr gefallen hat, was aber in den Kommentaren vermehrt auftauchte, waren die Charakterdesigns. Ich habe eine Lösung, denke ich, gefunden und arbeite auch bereits dran. Allerdings möchte ich das kurz hier erwähnen und möchte euch auch sagen, warum diese Grafiken nicht mehr komplett alle durch neue ersetzt werden. Seht ihr, ich habe so eine Art Devil May Cry Problem. Ich habe Charaktere, die sind damals 2007 so genommen worden, weil sie halt gerade günstig waren. Das ist der einzige Grund, warum es zu Kihime-Figuren war. Ich hatte Grafiken und ich wollte einfach nur eine Geschichte schreiben. Grafisch war mir sowas von scheißegal. Switch, Fluch oder Segen. So. Jetzt ist das Problem, jetzt gibt es einen Visual Novel Switch, Fluch oder Segen, noch einen Visual Novel Alternator Fall Okazaki und es gibt Auftritte der Charaktere im dritten Visual Novel Senken Shamikoto. Diese Designs jetzt zu ändern, würde das gleiche Problem auslösen wie Devil May Cry. Obwohl das Spiel an sich ganz gut wäre und im Prinzip nicht schlechter werden würde, sondern eigentlich nur davon profitieren kann, würden die Fans von den alten Teilen das alles eher kritisch sehen. Positiv ausgedrückt. Bis hin zu, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Die alten Grafiken haben mir viel besser gefallen. Und noch schlimmer. Je nachdem, wie die jeweilige Fassung halt gerade auch ist. Ihr versteht, was ich meine. Das gleiche ist mit Dante passiert. Das Spiel Devil May Cry war nicht schlecht. Das System selber, Story, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber es war einfach nicht Dante. Und schwupp, schon haben alle rumgemeckert. Und so ähnlich wird es bei Abo auch sein. Klar, die YouTuber, die die anderen Teile nicht gespielt haben, die sehen natürlich nur, das sieht ja aus wie Zuckerhimmel. Und nein, die Grafiken sind nicht einfach nur verkleinert im Kampf. Probiert das mal aus, dann werdet ihr sehen, dass da eine Menge Arbeit trotz allem dahinter steckt. Die Sache ist die, das Spiel ist 90% fertig. Jetzt sämtliche Grafiken auszutauschen, würde mich wahrscheinlich ein Jahr lang in der Entwicklung zurückschmeißen. Ich arbeite im Moment schon seit 3 Jahren an dem Spiel. Macht das Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. Es macht nicht Sinn für einen kleineren Teil der YouTube-Gemeinde, das zu machen, von denen dann vielleicht 50% das Spiel eh nicht spielen. Macht es Sinn, überhaupt was zu machen? Diese Kritik zumindest ernst zu nehmen? Ja, das auf alle Fälle. Ich sehe die Kritik, ich will auch was ändern. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe mir mein Reimagination-Projekt, Link dazu wahrscheinlich unten in der Beschreibung, in dem für alle Charaktere eigene Designs gemacht wurden. Das ist quasi ein Remake des Originals. Die eigenen Designs sehen im Prinzip so aus, dass ich die Figur nehme und vom Stil her, also von den Details her genauso selbst nochmal male. Das ist nicht wie in einem anderen RPG Maker Projekt, wo das einfach überpixelt wurde und der Stil halt trotzdem absolut der, ja, unterschiedliche war und das war halt alles jetzt verpixelt. Es ist im Prinzip so. Ich habe leider kein Bild da, um es euch zu zeigen. Und ich bin auch erst dabei, deswegen kann ich euch das auch schlecht zeigen. Es ist im Prinzip so. Ich habe mir zum Beispiel Karin angeschaut. Karin ist ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und einem Stirnreif. Und Imagination sind die Klamotten anders, aber in Arbor werde ich die gleich lassen müssen. Und einer hellblauen Bluse und einem dunkelroten Rock. Jetzt habe ich also ein Mädchen gezeichnet, was diese Eigenschaften hatte. Sprich, lange Haare, die Augenfarbe so, der Haarreif rein
und eine hellblaue Bluse. Mehr sieht man ja auf den Faces eh nicht. Das hat zur Folge, dass sämtliche Faces dann selbst gezeichnet sind und sich damit auch in die Reihe der Monster, Car-Sets und einigen anderen Grafiken einreihen, die ja komplett von Null auf selbst gemacht worden sind, beziehungsweise Chipsets, Kampfanimationen komplett stark editiert. Teilweise sind Kampfanimationen sogar komplett selbst gezeichnet. So. Das heißt, wir haben auf alle Fälle mal Grafiken, die sind nicht verpixelt, ja, sie sind genauso schön wie die jetzigen, die halt aus meiner Feder stammen, von mir gezeichnet wurden. Das heißt, wir haben schon mal keinen Ritt mehr an der Stelle, das heißt, auf alle Fälle mal legale Faces. Aber die Fans von Alderney und Switch müssen nicht mit plötzlich einer langhaarigen blonden Tomoya auskommen, sondern haben weiterhin eine kurzhaarige Tomoya mit einem blauen Kimono und einer roten Lederjacke. Ja, jemand, der total nur meckern will, wird immer noch dann dastehen und sagen, das Design sieht aber der Shiki aus Karanokiokai voll ähnlich. Ja, und dabei wird's bleiben. Voll ähnlich. Aber nur halt ähnlich. Es werden halt eigene Grafiken sein. Ein bisschen vielleicht, als wenn jemand Artworks zu diesen Figuren zeichnet, aber seinen komplett eigenen Stil in diese Figuren reinsetzt. Einige werden ein bisschen mehr anders aussehen, andere werden relativ ähnlich aussehen. Wir haben aber auf alle Fälle so einen Zwischenschritt. Es ist logischer, das so zu machen, weil ich damit nur vielleicht ein, zwei Wochen in einem 90% fertigen Spiel zurückgeworfen werde. Es ist aber trotz allem ein Schritt in die richtige Richtung. Um einfach auch zu zeigen, euch zu zeigen, dass ich jede Kritik ernst nehme, dass nur die Kritik, die ich bis jetzt an diesem Spiel bekommen habe, aber zu dem gemacht hat, was es heute ist. Die erste Version war, ja, ihr kennt ein anderes Spiel, das technisch genauso kaputt war wie meine allererste Demo-Version. DK hat es ja auch gespielt. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wer meinen Blog verfolgt, wird im Laufe der nächsten Zeit auch diese Figuren sehen. Wie gesagt, einige werden mehr und andere werden weniger stark an die Originale erinnern. Das ist halt einfach, wenn man ein schwarzhaariges Mädchen mit einem Haarreif malt und daneben Akiha Tono setzt, dann kann man immer irgendwo Gemeinsamkeiten erkennen. Aber wie gesagt, sie werden alle komplett selbst gezeichnet sein. Deswegen definitiv besser. Ich hoffe, ein paar Leuten habe ich damit ein bisschen den Wind aus den Meckersegeln genommen und sie dann auch ein bisschen zufriedengestellt. Und ich fände es schade, wenn irgendjemand das Spiel ignorieren würde, wenn dann später die Vollversion rauskommt, nur weil irgendein Charakter irgendeiner anderen Charakterin ähnlich sieht. Es gibt in Armor auch mit Absicht Gesichter, die exakt gleich zu bestimmten Figuren aus bestimmten Serien oder Animes aussehen, weil es eben auch ein paar Anspielungen gibt. Es handelt sich hierbei weniger um Story-Gesichter, sondern wirklich nur um Bonuskämpfe im Kolosseum oder ähnliches. Das sind aber, ich denke mal, ähnlich wie jetzt in dem neuen Call of Duty, die Rubinstatue, die er auf Zelda anspielt, einfach Easter Eggs. Das lässt sich so machen. Und eben Hauptfiguren haben dann eben alle wirklich was Selbstgezeichnetes. Das ist trotz allem eine Menge Arbeit, da ich alle CGs und teilweise auch einige Kampfbilder neu zeichnen muss. Und mich trotz allem 2, 3 Wochen zurückschleudern wird. Also, alle, die sich nicht dran stören, bedankt euch bei den YouTubern dafür, dass Abo nun ein paar Wochen später erscheint. Aber ich denke, so sind wir alle am Ende am zufriedensten. Danke nochmal an DK für sein tolles Reingefuchst. Es gab ein paar Fehler, aber es war eine Pre-Alpha, eine Vorab-Version, die in der Zwischenzeit schon wieder terrible outdated ist, da ich einfach ständig dran arbeite und ständig neue Sachen baue und ständig
andere Sachen verbessere. Es wird in der Vollversion wahrscheinlich massiv unterschiedlich sein. Aber hey, es ist ein gutes reingefuchst, auf alle Fälle tolle Arbeit. Und ich werde dich weiter schauen, natürlich. Pokémons, wie du nur sagst, ist klasse. Dein Let's Play. Herrlich verpeilt. Wiedersehen.